Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Green Project. Mein kleiner Zottel ist wieder hier unterwegs. Wir sind in einer neuen Aufnahmesession. Ich dachte, ich schneide mir heute so zum Feier des Tages mal die Haare. Ich habe vor geraumer Zeit eine Schere gefunden und versuchen einfach mal die Haare zu schneiden. Und wir machen direkt den Bart hinterher. Ich glaube, da verbraucht sich auch irgendwie die Haltbarkeit gar nicht von den Dingern. Wir werden jetzt erstmal anfangen mit den Haaren. Gehen wir hier kontrastreich. Stellen wir uns mal hier hin, wo Licht ist. So. Und schnippschnapp mit der 5. Wie funktioniert das? Okay, so funktioniert es nicht. So lässt man die Schere fallen. Wie funktioniert das? Wie schneide ich mir die Haare? Wo ist jetzt hin die Schere? Da ist sie wieder. Wie nutze ich die? Muss ich vielleicht auf die Schere klicken? Rasieren? Ah, ich bin rasiert. Naja, ist nicht ganz kurz. Und rasieren. Guck mal, da ist er wieder zurück, das alte Rübengesicht. Da ist er wieder zurück. Guck mal, so auf das legen wir das jetzt hier hin. So. Machen wir einen gestellten Screenshot. So. So. Zack. Einmal rasiert für die Community. Nehmen wir den Kram wieder auf und packen ihn wieder in die Kiste. So, es kann losgehen. Was ich ein bisschen schade finde, aber das ist natürlich Quatsch jetzt. Ich meine, bei anderen Spielen darf man dann die Haare irgendwie verwenden. Dann kann man sich ein schönes Kissen stopfen oder so ein Kram. Solche Dinge kann man tun. So, beim letzten Mal. Bei der letzten Aufnahmesession. Ich will nicht schlafen, ich will eigentlich aus meiner Tür raus. Habe ich mich vorbereitet. Und zwar haben wir uns vorbereitet für ein Gatter. Ich habe nämlich Sachen gemacht. Ich habe Dinge getan. Ich habe ein Gatter vorbereitet. Und das werden wir heute nutzen. Ich habe einmal 20 Zäune und ich habe einen Eingang. Und wir machen jetzt hier links neben das. Oh, guckt euch das an. Guckt euch meinen Garten der Freude an hier. Wie schön bunt das alles ist. Nice. Schön. Jetzt machen wir hier ein Tiergatter hin. Hier werden wir jetzt hier anfangen, ein Gatter zu setzen. Wir fangen an mit dem Tor. Ah, das kann man anscheinend nicht setzen. Man muss wahrscheinlich doch erst die Zäune setzen. Gut. Wir haben 20. 4 mal 5 wären 20. Wobei dann 1 übrig bleibt. Ne? Also müssten wir 2 setzen. 1, 2. Dann lassen wir 1 frei. Oder setzt man das drauf? Das waren ja 5, ne? Und dann können wir 4 hoch. Wir probieren das mal, ob wir das dazwischen setzen können. Hä, wie setzt man dieses Tor? Das hier Beck kann nicht platziert werden. Untergrund sollte frei sein. Der Untergrund ist doch frei. Holztor. Muss entlang eines Zaunes platziert werden. Ach, es muss wahrscheinlich auf den Zaun. Okay. Okay. Ah, jetzt ja, okay. So, dann haben wir das Ganze. Kann ich jetzt noch eins lieber breiter bauen? Ich probiere es mal. Wegen der Symmetrie. Das ist eine Spinne. Ih, frühe Spinne. Wie muss das? So muss das? Ja. Ist richtig? Oh Gott, wie viel habe ich noch? 11. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also können wir noch eins höher. Und jetzt rüber mit 7, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehr schön. Jetzt Spinne am Stick. Ach, es ist ein Käfer. Da kommt das Blut raus. Das ist ein Käfer. So, wir haben doch drin, glaube ich, noch Hühnerfutter. Dann würde ich sagen, der aussieht mit seinem rasierten Schädel. Sonst hatte ich hier so Marke Andy-Dev, so ein bisschen wuschelig. Und jetzt ist er ganz blank rasiert. Nein, nicht blank, aber ne, ihr wisst schon. Wir hatten noch Hühnerfutter, oder? Genau. Dann nehmen wir das jetzt mal mit und gehen raus und nehmen das Huhn aus dem Gatter raus. Und dann füttern wir das Huhn direkt. Mal gucken, ob das funktioniert soweit.
Es hat übrigens jemand geschrieben, das fand ich ganz spannend, man kann den Zaun auf Bäume setzen, beziehungsweise die Sachen, die auf den Bäumen wachsen, werden auch von den Hühnern oder Kühen gefressen und dann hat man automatisch praktisch dieses Futterproblem gelöst. So, gehen wir hier mal rein und ich lasse mal das Huhn frei. Fallen lassen. Ah ja. Warum ist das Huhn rot? Geht ziemlich gut. Warte mal, wir machen mal Huhn. Jawohl, Hühnchen frisst. Sehr gut, jetzt müssen wir uns nur um mehr Hühnerfutter kümmern. Und was ist das hier? Das ist die Ratte. Aber die Ratten will ich jetzt nicht, ne? Eine lebendige Ratte, ziemlich süß. Okay, dem Huhn geht's gut. Dann war das Rote wahrscheinlich das Problem, dass es Hunger hatte, könnte ich mir vorstellen. Alles klar, wir haben unsere Hühnerzucht. So, kann ich die Ratte hier vorbereiten? Okay. Was stand da eben? Tote Ratte, kein Puls, keine Atmung. Ah, Ratte, das tut mir so leid. Rattus gallinius. Was muss ich da machen? Schnittene Rattus gallinien. Das ist nicht, ne? Das hier, geröstete Ratte. Wieso? Kann ich die da nicht verarbeiten? Muss ich sie vielleicht nochmal reinlegen? Oder war das nur das Töten und jetzt kann ich sie auseinandernehmen? Guck mal, das Messer. Da. Komisch. Da schneidet der erst rum, macht so eine Schneidanimation und dann... Ah ja, alles klar. Jetzt schon wieder abends. Ich will doch nicht schon wieder pennen. Ach Mann. So, da haben wir einmal Lehm, das können wir wegpacken und wir haben Brot gebacken, ich erinnere mich ja, nice. Zack, dann werfen wir das hier an, haben wir noch Wasser, haben wir auch, dann können wir gerade noch einen Tee kochen. So. Achso, da kocht ja noch die Ratte, genau. Wie sieht es eigentlich Essenstechnisch aus? 50. Was waren die 40? Dann essen wir doch mal ein Brot. Und schlürfen einen Tee hinterher, würde ich sagen, oder? Ein Tee geht immer. 30. Ja, passt doch wie die Faust aufs Auge. Sehr schön. Ein bisschen Reste haben wir auch noch. So, weißt du was? Dann schlafe ich jetzt nochmal eine Runde. So. 21:43 bin ich wach geworden. Na gut, ich habe meine Kopflampe, was soll's, ne? Da ist die Ratte fertig. Was gibt die Ratte? 55! Oh! Vielleicht hätte ich die Ratte doch nicht killen sollen, oder? Eigentlich hätte ich die Ratte aufheben können. Also 55, das ist ordentlich. Das ist eine ordentliche Summe. So, genau. Was ich bauen wollte, jetzt fällt es mir da ein. Das können wir jetzt auch in der Nacht machen, hoffe ich zumindest. Und zwar, es gibt einen Hausbrunnen. Tonerde? Tonerde. Das hatte schon jemand ganz oft geschrieben. Und zwar, boah, wo ist denn der Hausbrunnen? Holztruhe, Mülleimer, Werkzeugkasten, Nippes, Medizinschrank. Ist das bei den Werkzeugen? Was? Eine Knochennadel, okay. Rohstoffe kann ja eigentlich nicht sein. Wobei Rohstoffe ist Rohstoffe. Ist hier eine Hühnerfutter dabei? Ein Sandsack? Salz? Nein.
Aber hier müsste dabei sein, ne? Schweinefutter. Da ist Hühnerfutter. Oh, Chisel. Bohnen habe ich keine, oder hatte ich welche angepflanzt? Ich glaube nicht. Landwirtschaft, Wasserfasser, Metallwassersammler. Sollte es nicht so einen Hausbrunnen geben? Oder bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer? Klamotten gibt es auf jeden Fall. Ein Hut aus Eichhörnchen, alles klar. Oder ist doch beim Möbel. Rüttelmaschine. Mülleimer, Werkzeugkasten, Nippes, Darmregal. Ein Hausbrunnen. Ich habe das nur gelesen. Oder ein Küchenbrunnen. Heißt Küchenbrunnen? Die Regie sagt Küchenbrunnen und ein nützliches. Da, Küchenbrunnen, da ist er doch. Ah, da haben wir das Leder. 10x Draht und 5 Eisenstangen. Wir können ja schon mal die Eisenstangen herstellen. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Hammer. Eine haben wir noch, siehst du? Dann haben wir das ja. Aber wahrscheinlich langt der Draht nicht. Ach, wir machen 5 aus einem. Aha. So, die 5 Eisenstangen haben wir. Was brauchen wir noch? Einmal Lehm haben wir schon einstecken. 10x Draht. Einmal Draht, da können wir auch 10x herstellen. Wie machen wir Draht? Rohstoffe. Draht, 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 da. Mit Hammer und Zange. Und da brauchen wir die Zange noch. Metallgitter. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen den Hausbrunnen haben. Der Hammer kommt raus. Und der Lehm kommt rein. Küchenbrunnen. Machen wir doch mal einen. Jetzt bin ich aber mal echt gespannt. Okay. Na, jetzt wird's spannend. Wollen wir die Zange können wir schon mal rausnehmen? Aha. Mit der 4. Kommt er hin? Ein riesiger Wasserbehälter, der hauptsächlich für die Küche verwendet wird. Ach, das ist nur ein Wasserbehälter, um mehr Wasser zu sammeln, oder? Oder muss der hier rein? Weißt du was, wir holen jetzt mal Wasser. Ich guck mal. Das ist einfach nur ein großer Behälter. Ach, schade. Ich dachte, es wäre so ein Brunnen in dem Sinne. Also im klassischen Sinne von Brunnen. Dass es praktisch Wasser fördert aus der Tiefe. Na gut. Was sind hier noch drin? 1000. Mhm. Jetzt sind keine 1000 mehr drin. Ach, schade. Ich dachte, es wäre wirklich so ein Brunnen, der... super. So viel Wasser habe ich ja gar nicht mehr. Ich habe eh einen Wassermangel durch meine ganzen Felder. Da hat auch jemand einen meines Erachtens ganz schlauen Tipp geschrieben. Der hat gesagt, dass es doch sinnvoll wäre, wenn man einfach so einen ewig langen, so eine Zisterne baut und da die Felder drumherum. Weil die kosten eigentlich nichts, außer die Spitzhacke auszubauen. Und wenn es dann wirklich mal regnen sollte, dann läuft das ja alles voll. Dass man praktisch wie so ein mehrreihiges Ding baut. Deswegen habe ich gedacht, das wäre vielleicht ganz sinnig. Okay. Da. Wo ist jetzt das andere hin? Ach, wieder meine Hand. Okay. Okay, dann pass auf. Dann kochen wir nochmal und den Tee. So, wie viel haben wir denn? 1:46. Dann penne ich nochmal den Rest. Okay. 3:50. Immer noch nicht spät genug. Schade. Gut. Dann würde ich sagen, ziehe ich nochmal die Kopflampe auf.
So, wir können noch was essen. Wie waren das? Die Ratte waren 55. Das lohnt sich noch nicht. Dann warte ich noch, bis ich Hunger habe. Wo ist denn die Spitzhacke? Da ist die Spitzhacke. So, wir probieren jetzt mal Folgendes. Ich wälze jetzt mal hier den Boden ein bisschen um. Kann man das auch weghacken? Nee. Hier ist schon Dünger drin, oder? Da haben wir auf jeden Fall Salzstein noch bekommen. Das kann man auch irgendwie wieder zumachen. Genau. Hier mal. Einfach mal probieren. Ich würde nämlich gerne welche von den Eichensamen. Wir werden schon welche finden, ne? Oder wir ziehen jetzt einfach mal so eine Spur. Warte mal, hier ist grün. Ich ziehe jetzt einfach mal hier so eine Wasserspur. Dann können wir da vielleicht auch die Felder dann anlegen. Wo haben wir denn den meisten Platz? Hier so. Ich mache mal hier so einmal quer rüber so eine Wasserspur. Kann man da eigentlich vorbeilaufen aus den Feldern? Ah, da kommt man nicht vorbei. Okay. Ich mache jetzt einfach mal hier so eine Spur. Alles Salz. Wozu kann man das brauchen? Ich glaube zum Konservieren, wenn es mich nicht täuscht. Dann lass mal einfach einen Abstand, um da durchzukommen, ne? Da! Da ist er doch! Wir haben's! Da ist doch der Eichensamen! So, warte mal, wir müssen... Nee, das brauchen wir nicht. Wir können zwei Abstand lassen. So, wir machen so, dann können wir die nämlich untereinander setzen. So, wenn es dann regnet, haben wir hier auf jeden Fall genügend Bewässerungsfelder. Und wenn wir dann ober- oder unterhalb jeweils so ein Feld anlegen, beziehungsweise was pflanzen, dann hat das ja erstmal Wasser für eine ganze Zeit lang, ohne dass wir gießen müssen. So, aus einem Päckchen kommen 10 Samen raus. Ne? Wenn wir einen Samen oder eine Frucht filtern oder rütteln, wieso nimmst du das nicht auf? Können wir das bitte mal... Wieso... Wieso kriegt er das nicht auf? Ist mein Inventar voll? Nö. Nimm das doch auf. Jetzt? Hä? Bin ich doof? Okay, das nimmt er nicht auf. Jetzt. So, dann machen wir nämlich immer so 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann machen wir hier... So, machen wir 10 und dann können hier zum Beispiel ober- und unterhalb können jeweils 10 von diesen Dingern gepflanzt werden. Wenn es regnen sollte. Also langsam wird es echt kritisch mit dem Wasser. So, dann machen wir hier drunter noch eine Zeile, wieder 2 Abstand. Na, nimm das doch auf. Jetzt. Ach, der Fokus liegt irgendwie drüber, deswegen kriege ich das nicht. Alles klar. So, jetzt muss es nur noch regnen, das wäre eine feine Sache. Na komm, sammle den Kram auf. Sieht denn nicht das so? Hört nicht auf mich. Na, jetzt. Okay, machen wir das an den Rest von unten. Also.
Hä, manchmal ist der Fokus von unten, jetzt ist er von unten, jetzt ist er hier. Okay, muss niemand verstehen. Spiel will mich trollen. Ich glaube, das Spiel will mich ja trollen. So, jetzt. So, haben wir drei. Höher gehen wir, glaube ich, nicht, weil der dann das Zeug da anfängt. Und dann könnte man hier noch eine drunter setzen. Komm, eine machen wir noch. Und dann müsste, wenn es regnet, müssen wir genügend Platz für Felder haben. Wenn ich nicht zu doof wäre, hier zu hacken. Und wir müssen neue Zäune herstellen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch Eisen besorgen. Gehe ich mal davon aus. Spitzhacke kaputt. Ich bin begeistert. Die Spitzhacke ist kaputt. Okay. Ich komme mal zurück. Ich gehe mal wieder rein. Ich will nochmal nach den Beeten gucken. Weil Wasser haben wir, glaube ich, keins mehr, ne? Die Fässer sind alle leer. Hier haben wir neu gebaut. Hier ist nichts drin. Hier ist noch ein bisschen Gammelzeug. Das ist noch nicht fertig. Und das ist auch noch nicht fertig. Jetzt wird es langsam kritisch. Warum regnet es auch nicht? Es hat bis jetzt einmal geregnet. Das verstehe ich nicht. Das ist wirklich short. So. Einmal Ratte. Und einmal... das können wir hier, oder? Das waren 16. Dann trinken wir erstmal das. So, dann machen wir das Inventar einigermaßen leer. Ne, Zäune wollte ich noch machen, ne? Damit wir die Felder dann umzäunen können. Weil dann würde ich nämlich bei der nächsten Ernte würde ich das vielleicht neu ernten. Ja, recht umzäunen. Auf jeden Fall können wir das Ding hier erstmal anpflanzen. Lampe vom Kopf. Und dann können wir... Weißt du was, den pflanze ich hier davor? Oder? Hier ist zwar schon grün, obwohl dann sind die Felder in der Nähe. Ich weiß nicht, wie lange das Krabbelzeug, wie weit das krabbelt. Ich mach's hier oben hin. Ah, ist auch vergammelt. Nice. Können wir das hier erstmal reinmachen? Vielleicht muss ich einen Regentanz machen, meint ihr? Könnte sein. Nicht genügend Platz? Hä? So eine Lüge. Alles Lüge. Knochen. Wo hab ich den Knochen denn her? Ist das von der Ratte gewesen? Wahrscheinlich von der Ratte, ne? Okay, pass auf, dann pflanzen wir jetzt erstmal den Baum. Boah, ist das schön. Guckt euch das an. Ist das herrlich grün hier oben. So. Dann würde ich sagen... Dann kommt hier die Eiche hin. Nördlich von den Feldern... Ah, hier können wir es. Hier oben, guck mal, dann können wir auch den Bodenfuder mit ein bisschen entfernen. Warum? Lieber mal speichern. Warum komme ich da nicht ran? So. Hake. Achso, nee, erstmal Dünger. Wieso? Wieso wählt er den Dünger nicht aus? Oder so. Und wo ist die Eichel? Da. Achso, Haken. Nicht düngen. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. So, jetzt machen wir das Inventar leer. Dann würde ich sagen, holen wir noch ein bisschen Material. Ein bisschen Eisen aus der Höhle. Und hier ist auch noch Platz. Ich habe aber, glaube ich, nichts mehr, ne? Ich habe nichts mehr zum Gammeln. Wir können auch einen von den Bäumen umhacken, damit wir dort noch Pilze kriegen. Und die Pilze können wir vergammeln lassen. Hatten nämlich auch ein paar geschrieben. Das wäre zumindest so eine Idee. Dann packe ich jetzt erstmal die Hölzer hier drauf. Zack. Zack, da geht nur einer drauf. Und hier oben war doch auch... Da war Brennmaterial drin.
Wahrscheinlich genügend Brennmaterial da drin. Okay. Mehr Schränke wurden gefordert. Können wir auch machen. Aber ich packe jetzt erstmal den Kram hier rein. Wobei, das können wir einpflanzen. Das können wir mal mitnehmen. Was lassen wir denn hier? Steinje. Beziehungsweise dieses Salz können wir da mitnehmen. Ich hoffe, dass es bald regnet, weil sonst sind wir echt am Arsch. So, den Käfer lassen wir hier liegen. Das Wasser... Machen wir mal so. Ah, Gammelpilz. Nice. Dann können wir das ja schon mal auffüllen. Was lassen wir noch hier? Die Spitzhacke wollten wir reparieren vom Hütchen auf Stöckchen. Das ist echt, also die Spiel... Das macht auch einiges mit einem. Wollen wir denn die Schleifsteine? Haben wir noch einen Schleifstein? Oh oh, es wird langsam knapp. Es wird langsam knapp. Okay. Alles klar. Dann haben wir die Spitzhacke wieder am Start. Ich habe viel zu viel Kram in der Tasche, aber das ist ja meistens so. Das wäre jetzt nicht anders. Wir können mal Hammer und den ganzen Kram hier lassen. Das brauchen wir nicht wirklich. Die Spitzhacke nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Die Lampe müssen wir bald neu bauen. Na gut, dann würde ich sagen, packe ich noch schnell den Gammelkram da rein. Und dann gehen wir in nächste Folge nochmal Bäumchen hacken und ein bisschen Eisen aus der Höhle holen. Damit wir da noch ein bisschen Chrom haben. So. Können wir das hier auch lassen. Lassen wir das hier hingelegt. Das Eisen lassen wir drin noch da. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Da werden wir noch ein bisschen Eisen besorgen. Wir werden noch mehr Zäune bauen dann, wenn wir das Material für weitere Zäune da haben. Und mal gucken. Machen wir erstmal so. Worum es doch gehen, oder? Komm, warte mal. Den Sand lassen wir noch hier. Zack. Jetzt haben wir das auf Tasche. Wunderbar. So. Wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.